Hallihallo, ihr Lieben, ich bin's, eure Frau Trollinger. Mein Thema heute: Zeitmanagement. Im Augenblick bin ich dermaßen aktiv, dass ich manchmal gar nicht mehr weiß, wo mir der Kopf steht. Zum Beispiel im Moment, jetzt gerade bin ich dabei, gleich wieder an der Webseite einer Freundin zu arbeiten, weil jahrelang Webdesign gemacht, man kennt es, man weiß es, wie es geht. Für sie dauert das länger, bis sie das alles lernt, also habe ich gesagt, okay, ich helfe ihr, kein Problem. Dann geht es natürlich weiter mit anderen Dingen. Eigene Webseite habe ich auch noch. Dann muss ich noch meine YouTube-Videos machen. Dann meine Shirt-Designs. Dann mein Garten. Möchte eigentlich auch langsam mal, dass die Samen in die Erde kommen. Das werde ich jetzt hoffentlich morgen machen können. Ich glaube, ich muss mir langsam eine Liste machen und einfach mal gucken, wie kriege ich das jetzt alles unter einen Hut. Es ist schon eine Menge pro Tag, wenn man so überlegt, was da alles so auf mich zurollt. Ich bin noch nicht mal dazu gekommen, die neuen Shirt-Designs zu machen. Also selbst die müsste ich jeden Tag 10 Stück online bringen. Das ist schon heftig, das ist schon viel. Und meine Webseite, die neuen Designs, habe ich noch gar nicht alle drin. Also, manchmal wird es echt zu viel. Also manchmal muss ich echt sagen, ich würde auch gerne mal so 2 Tage in der Woche frei haben. Einfach nur mal frei haben. Ich arbeite gerne sonst bis nachts allen drum und dran, viel und was weiß ich, aber ich bin manchmal auch überfordert, einfach weil ich so viel mache. Und dann, wie ihr, kennt ihr das alle, dann springt immer so wenig Knete bei raus, ne? Weil man immer nett ist, weil man viele, viele Sachen für andere macht und dann kommt hier eine Anfrage, dort eine Anfrage und dort wieder was und ja, und im Endeffekt hast du nichts dran verdient. Aber bei Freunden mache ich sowieso meine Ausnahme. Also sie ist eine sehr gute, liebe Freundin, da ist das alles in Ordnung. Aber sie hilft mir auch, wo sie kann, und das ist auch gut so. Nein, aber insgesamt einfach. Manchmal ist man irgendwie ein bisschen überfordert und der Schädel will auch irgendwann gar nicht mehr. Irgendwann ist so ein Punkt im Kopf, wo der sagt, hey, Feierabend, Schluss, ausmachen, geht nicht mehr. Ja? Ich meine, das ist schon heftig, also. Ich meine, gut, seit ich mich von meinem Partner getrennt habe, muss ich gestehen, habe ich mehr Zeit. Weil die Zeiten, die ich abends immer dann vorm Rechner nur verbracht habe, mit ihm über Skype zu reden. Und ich muss gestehen, Skype blockierte mir unheimlich den Rechner. Also ich bin froh, dass ich den Scheiß jetzt hier runter habe. Und mich nicht mehr stundenlang an Skype setzen muss. Ich komme natürlich zu wesentlich mehr Dingen. Na, aber ich würde mir so wünschen, 1-2 Tage die Woche oder 1,5 Tage mindestens frei zu machen und mal nicht zu arbeiten, etwas ganz anderes zu tun. Aber leider bin ich im Moment noch nicht in der Lage, das zu machen. Wir kämpfen noch. Deshalb vielleicht, ja, wenn ihr Interesse habt und Lust habt, teilt meine Videos, teilt meine Sachen, alles, was ich so rausbringe. Geht auf meine Webseite pinusnews.de, teilt meine Shirts von mir aus, mir ist es egal, raus in die Welt damit. Vielleicht habe ich dann auch irgendwann mal die Möglichkeit, 1-2 Tage oder mindestens 1,5 Tage in der Woche mal frei zu machen und einfach mal Zeit für mich haben, einfach mal so entspannen können und über nichts nachdenken, einfach nur mal Ruhe zu haben. Das wäre also eine Wahnsinnsfreude für mich zurzeit, weil manchmal weiß ich echt nicht, wo der Kopf steht. Da ist es mir dann auch manchmal wirklich zu viel. Und dann macht auch der Kopf irgendwo dicht. Und das sind die Tage, wo ich übrigens dann auch keine Videos machen kann, weil ich habe einfach zu viel. Manchmal werde ich auch depressiv in der Zeit oder so. Ich kämpfe da ganz schön mit. Und vielleicht habt ihr Bock, vielleicht kennt ihr das selbst, wenn ihr merkt, so, ja, oh, es wird alles zu viel, es wird zu viel. Ich habe so viele tausend auch Ideen, ich müsste eigentlich Schmuckstücke noch machen, die online bringen. Ich weiß nicht, ich muss ja eigentlich so viel machen, aber wann?
Ich bin doch nur ein ganz kleines Menschlein und ganz alleine mache ich das alles. Das ist gar nicht so einfach. Ja, in dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Sonntag. Mein Essen hier ist gleich fertig. Das heißt, ich sitze dann wieder mit meinem Topf vor dem Rechner und bin am Arbeiten. Scheiß Spiel. Aber ich denke an euch, alle, die heute frei habt. Ihr habt meinen Neid. Ihr habt absolut meinen Neid heute. Aber irgendwann komme ich hoffentlich auch noch dahin, dass ich meine Wochenende auch mal ein bisschen frei habe. Mindestens anderthalb Tage wäre schön. Ich würde mich wirklich freuen. In dem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Sonntag. Genießt ihn, genießt die Sonne da draußen und be crazy!